Hallo, meine lieben Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Minecraft. Steve ist ein Arschloch und wir müssen jetzt. Also, ich und Gifty wollen jetzt ein NPC-Dorf finden. Mit dabei sind Gifty. Hi. Irgendwie André und Kimschki auch noch und Steve, der ist sowieso unwichtig. Ja, weiß ich. Na dann, laufen wir in die Richtung am besten als genau. Erstes. Gucken wir mal. André, bist du bereit? Ja, warte. Upsala. Wir können auch noch kurz warten. Bist du mit dran, bist mit deiner Aufnahme? Ja, können wir das auch machen, dann kann ich hier noch in Ruhe weiter arbeiten. Nimm mir ein paar Blumen mit, weil ich den Farbshop brauche dann später. Und Pilze. Also alles mögliche Zeug, ja genau. Na, Pilze braucht man manchmal für manche Zaubertränke. Glaube ich, war's. Ich kenne mich mit Zaubertränken sowieso nicht aus, also. Ja, wie gesagt, ich stelle später, wenn ich dann aus dem Neverpot, also muss ich auch nochmal Nether-Lohnrouten sammeln. Vorstand brauche ich und mehres Zeug bei dem aus dem Nether brauche ich dann auch. Ja. Wären wir Gifty als Farm-Experten. Ja, genau. Okay, also wir suchen auf jeden Fall ein NPC-Dorf, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Noch hast du. Was sucht ihr? Willi, was sucht ihr? Ein NPC-Dorf. Okay. Also ich empfehle euch jetzt in der Folge vielleicht wirklich Gifty anzugucken, dann farm ich jetzt hier halt Essen für mich. Warum? Übrigens auch nicht spannend zu sehen, ich sammle gerade Quarz. Ja, weil Steve quarzen will. Oh, naja, eigentlich. Du bist im Never, also. Oh. Mir gibt's nichts zu sehen, außer Nether-Blöcke. Und mischt, weil das Portal ist scheiße. Also hier ist der Sumpf auf jeden Fall. Das Portal stand irgendwo im Nirgendwo. Ich hab da hinten irgendwas Großes gesehen. Ja, ihr geht gerade zu meinem Haus wahrscheinlich. Ah, nee, doch nicht. Nee, da hinten, da ist was ganz Großes gewesen eben. Ja, du hast. Ich hab kurz ausgezogen, deswegen. Ey, Steve. Ah, wisst ihr nur. Ich hab wir haben das Herrenhaus hier gefunden mit den OP-Villagern. Oh. Mit den Dienern. Okay, entweder habt ihr dann wirklich das Haus gefunden, was ich hatte. Oder es gibt halt. Ne, ihr habt das gefunden, was ich hatte. Ah, okay. Das Herrenhaus, das große. Toll. Da gehen wir an. Beeil dich, looten sonst unseres. Nein, Leute, geh weg. Nein, wir gehen ja nicht ins Herrenhaus rein. Nö, das ist viel das zu sollten krass. Wir glaube ich. Mit mehreren Leuten machen. Ich weiß noch letztes Mal, wir sind so oft gestorben an diesen Drecks-Villager. Ich such grad. Ja, ach, da ist er. Zum Ehren. Da ist er. Ja, von mir aus können wir das auch zu fünft machen. Ich hab Billy verloren. Ja, ich hab dich gerade. Ich hab die Karte gerade gesehen. Ich bewege mich gerade auf dich zu. Ja, ich seh's. Ich warte mal kurz. Ja, da oben bist du. Ich sehe dich schon. NPC-Dorf. Ja. Ich will Karotten ich hoffe und Kartoffeln. Mal, ich hoffe mal, dass es überhaupt eins gibt. Wie baut man Weizen an? Gras. Samen. Einfach nur Samen, die du aus so, Gras okay. bekommst. Okay, also das Weizen kann man, muss man nicht nochmal extra setzen. Nö. Okay. Vielen du Dank. Kannst hier von mir auch Weizen holen. Ich habe eine Menge auf Zelt angebaut. Ja, ich baue gerade meine Sachen ein bisschen aus. Ich schlag mit meiner Karte zu. Ja, ich weiß, du kannst mit der Karte auch zuschlagen. Das ist voll komisch, sieht echt merkwürdig. Ich kann nicht zuschlagen. Was denn? Kannst mit allem zuschlagen eigentlich. Ah, früher ging das doch gar nicht, oder? Halt nicht zuschlagen. Doch. Echt? Du konntest schon immer mit allem zuschlagen, eigentlich. Okay, das wusste ich nicht. Ich mich erinnern kann. Also ich wusste nicht, dass man mit der Karte zuschlagen kann, das wusste ich nicht. Okay, wir klettern mal über die Bäume. Weil er ein bisschen bessere Aussicht hat. Wir sollten Richtung. Ja, genau, also da wo ich gerade hingucke, in die Richtung sollten wir mal. Da hinten ist was gebaut. Okay, da gehen wir hin. Okay, die Höhle ob das jetzt ein Villager-Dorf ist, muss es nicht gerade sein. Oh, Zuckerrohr, sehr gut. Nice. Das brauche ich auf jeden Fall. Sugarcane.
Sugar Game. Sugar. Das hat sich schon mal gelohnt. Willi? Ja. Du als WWE-Suchti. Ja. Was hältst du davon von der Entwicklungsliga, hier diese AEW-Liga? All Elite Wrestling meinst du? Ja. Ich würde mich freuen, wenn das eine Konkurrenz zur WWE wird. Also ich würde mich drüber freuen. Okay. Was hältst du davon, dass da Sasha Banks wahrscheinlich hingeht, genauso wie Dean Ambrose? Ich wusste nicht, dass Sasha Banks eventuell da hingeht, aber ich wusste, dass Dean Ambrose da vielleicht hingeht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das wirklich machen. Also Dean Ambrose steht irgendwie zu 99% fest, dass er seinen Vertrag nicht verlängert. Genau. Und Sasha Banks hat zumindest auf Twitter sich geäußert gegenüber WWE. Ich weiß, dass er keinen Bock mehr drauf hat. Ich weiß, dass Hideo Itami von NXT, von Two of Five Live dahin geht. Das weiß ich zum Beispiel. Ich glaube, wir haben die Grenze. Hier haben wir die Grenze schon mal erreicht, Willi. Okay, sehr gut. So, dann laufen jetzt wir jetzt. Ist die Frage, ob es überhaupt, ob wir überhaupt verschiedene Dings haben. Zonen auch. Ob wir eine Pilzzone etc. pp. Alles haben oder ob es eher schlecht aussieht und wir auch kein Villager-Dorf haben, sondern nur das Herrenhaus. Kann ja auch sein. Aber wir gucken mal trotzdem einfach mal. Kann ja nicht schaden. Oh, ich habe meine Karte gedroppt. Ich suche eine Kuh. Dann musst du nur ins Spiegel gucken. Wenn du willst, André, kannst du zu mir kommen. ja. Also okay. André. Ich sag zu dir nichts mehr. Jetzt geht das wieder los. Aber wie gesagt, ohne Dorf wird es schwer, alle Kartoffeln, Karotten etc. pp. Zu bekommen. Könnte echt schlecht werden. Dann die wachsen dann müssen wir dann hoffen, dass... Nein, nicht. Sie wachsen nicht nur da, wir müssen da hoffen, dass im Herrenhaus, was André und Kipschki erkunden, ja, dass da dann Kartoffeln, Samen etc. pp. Drinne sind. Nee, ihr könnt ja mitkommen. Alter. Ja, können wir auch dann. Aber wir gehen ja erstmal hier noch die ganze Karte ab. Hier über den Berg. Sind wir gerade über den Berg? Ich glaube, ich habe mich dezent verlaufen. Wie kannst du dich verlaufen? Du musst einfach den Berg runtergehen. Ich war schon auf der Suche nach einer Kuh. Also ich war schon umhergelaufen. André. Okay, André läuft in die falsche Richtung. Jetzt guckst du in die richtige Richtung. Auf jeden Fall sind wir jetzt in einer dunkleren Zone. Ja. Oder wird es Nacht gerade? Es wird Nacht gerade. Es wird dunkel. Okay. Wir überleben das schon. Egal. Ja. Ich habe ein Eisenschwert. Wow. Wow! Geht's tief? Alter! Alter, es geht tief runter! Ja. So, da ist mein Haus und da ist Kipschkis Haus, okay. Was ist das auf der Karte, was mir hier angezeigt wird eigentlich? Ganz kurz. Was ist das? Willi, siehst du das, was da auf der Karte gezeigt wird? Diese weißen Punkte? Ja, genau, die sehe ich auch. Was ist das? Das ist die Berge oder was soll das sein? Ja, guck ich gerade. Ja, das sind die Berge, die hier verschneit sind. Okay. Ich kletter mal auf den Berg hoch, mal gucken, ob ich was sehe. Ja, ich nehme, glaube ich, Schnee mit gleich. Oh, ist eine gute Idee. Hey Kipschi, wo ist deine Kuh? Hier. Ist die oben bei dir oder steht die hier irgendwo unten? Ja, wir bauen eine Schaufel für Schnee abbauen, glaube ich. Was? Komisch, hat Tommy greift mich an. Ist hier immer noch zu viel? Das ist übrigens Wasserbewohner, ja, André? Okay. Ja, die Villa sieht man echt gut, weil die so riesig ist. Dann gehen wir mal weiter links den Berg, also den Rand. Hier, eine Kuh kannst du nehmen. Mach hinter dir wieder zu. Ach, da bist du. Okay, ich sehe es gerade. Hm, wir gehen da runter, okay. Da ist meiner am Rand wieder lang. Ich komme jetzt wieder zu dir, also in deine Richtung da. Ich bin ja fast neben dir. Vor? Ja, meine ich ja, aber ich meine da, wo in die Richtung, wo du bist. Oh, Enderman. Geh mal richtig rein, André, komm raus. Enderman, geh mal richtig rein. Nee, bei mir. Komm mal her. Ich komm mal. Richtig reingehen? Ja, bin drin. Bin da. Alles anlocken und dann stopp dir eine Kuh. Fertig. Wo bist du? Warte, da oben bist du. Hier.
Mann, warum kommt denn die Schafe alle mit? Weil Schafe auch von Weizen angelockt werden. Alter, die sich anschreien, was ist denn da los? Ja, geh da raus damit. Geh da raus mit. Mit Beinen raus. Lauf einfach durch. Hast du ihn? Ja. Schade, keine Enderperle bekommen. Ja. Schade. Jetzt hast du die Kuh. Dein Huhn könnte eventuell abhauen, ja? Hast du noch genug oder so? Dann lock die Kuh an. Ja, ich hab noch genug. Hab mich gerade wieder hochgehalten. Ich hab gehen wir mal weiter am Rand lang. Genau, gehen wir mal am Rand. Huhn haut ab. War du dämlich Kuh? Ich brauch noch Schaufel bei. Hast du ein bisschen Schnee mitgenommen? Alter, nö. Dummes Huhn, jetzt komm mit. Soll ich schnell okay. machen? Oder? Nö, alles gut. Aber bis jetzt hat unsere Karte noch keine Villager-Dorf offenbart. Hm. Also die Karte streckt sich immer ein Stück weiter voraus. Das ist immer ganz praktisch, da siehst du dann immer, ob irgendwo Dorf ist oder nicht. Wenigstens stehen hier schon mal Pilze. Ja, super. Du kannst auch einen Pilz dir mal im Haus bauen, wenn du willst. Nee, Steve kennt das ja schon von mir, dass ich übertreibe. Könnt ihr schwimmen? Ja. Das war schön. Ja. Erstmal eine Schiene gelegt, dann. Dann schwimmen wir durchs Moor, Willi. So. Guck mal, ob du unten unter Wasser mal, ob du irgendwo so einen kleinen Tempel siehst. Es gibt ja die Unterwassertempel. Hm, ich gucke hier gerade. Sieht aber bisher nicht so. Da sind immer Truhen drin. Hat hier irgendwas geschrien? André, bei dir ist ein Creeper, ja? Kannst du die mal kurz platt machen, bitte? Hier ist eine Sandbank auf jeden Fall. Da ist ein kleines Hexenhaus. Willi, das könnten wir kurz hin. Hexenhaus? Links. Ach, da ist hier es. Ja. Da oben ist jetzt hier auf dem Dach. Dein Greifer verfolgt dich nicht mehr. Wie greift man eine Hexe an? Einfach rauf. Einen bescheuerten Weg hätte sie auch nicht suchen können, oder? Ja, ich merke gerade, das ist ein bisschen bescheiden. Warte, wir machen es ganz anders. Komm mit, Kuh. Sogar mehrere Hexen. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Einer ist weg, Willi. Okay. Ich komme hier nämlich gerade. Bau kurz deine Kuh einfach ein. Du bescheiden hoch. Okay, die Hexe rastet aus, gefühlt. Okay, wir sind hier scheinbar noch nicht auf, ganz auf der Höhe. So, deine Kuh ist eingebaut, das kann jetzt erstmal nicht abbauen, ja? Gut, danke. Das Hexe. Okay, beide Hexen gekillt. Jetzt noch die schwarze Katze hier. Miau. Die jetzt im Wasser ist. Lol. André, wie viele Creeper hast du denn bei dir, ey? Was bringt denn ein Hexenhaus eigentlich? Na, man könnte Glück haben und was drinne haben, aber leider war nichts drin. Ich war schon drinne. Okay. Na dann, gehen wir mal weiter. Okay. Da hinten sehe ich noch was. Mal gucken, was da ist. Ja. Ja, ich sehe es auch. Du kannst ja auch immer, mal auf die Karte wieder gucken, ob du irgendwas siehst. Hm. Ich sehe da auf jeden Fall. Ist das ein Nether-Portal oder was? Nee, ist was aus Holz. Sieht aber so ähnlich aus irgendwie. Wo ist mein. Nee, es ist aus Holz gebaut. Ja. Ganz kurz gucken. Nein. Nein. Ah, okay. Könnte noch ein Hexenhaus sein. Pass auf. Da oben ist was. Hier oben. Oh. Wir könnten Glück haben, es ist ein Villager-Dorf sein. Ja. Ja, es ist ein Villager-Dorf. Wuhu! Ist ein Villager drin.
Müsste Villager-Dorf sein, wo wir jetzt sind. Alles klar, wir haben es geschafft, wir haben das Villager-Dorf gefunden. Und ich verabschiede mich für diese Folge Minecraft Season 1. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.